Hallo Leute, willkommen mal wieder auf meinem Kanal. Ja, ich habe echt die Tage jetzt, ja, ich mache nie so viele Videos, ne? Ja, ich weiß. Aber es kommt auch nichts. Ja, ich kann euch nur, ich habe geguckt, ne? Da mache ich ja ein paar Videos immer, alle paar Tage, ne? Weil ich gucke ja auch ein bisschen was, ne? So ist es ja nicht. Und, aber so großartig ist jetzt nichts reingekommen. Ja, zwar muss ich dazu sagen, ja, die Filme, die ich jetzt präsentieren werde, die ich euch zeigen werde, die sind neu. Ja, die sind neu. Aber ja, das lohnt sich jetzt nicht, ein Update zu machen wegen drei Filme. Naja. Eigentlich sind es vier, die ich seit meinem letzten Update-Video bekommen habe. Aber wegen vier Filme, das lohnt sich nicht. Aber die zeige ich euch jetzt sowieso, drei zumindest davon. Ne? Aber es kommt noch. Es kommt ein Update Mitte des Monats oder Ende des Monats erst, weil es kommen noch ein paar dazu. Ja, wie gesagt, ich habe ein paar Vorbestellungen am Laufen. Das dauert aber, bis die kommen. Also ich glaube, eine ist sogar Ende nächsten Monats oder so. Ja, so alles lange hin. Egal. So, ich habe geguckt. Ne? Das ist jetzt viel wichtiger. Und zwar vier Filme. Ja, ich habe jetzt nicht so viel gucken können, obwohl ich hatte Frühschicht. Normalerweise gucke ich da ein bisschen mehr. Aber ja, ging nicht. Egal. So, und von diesen vieren sind drei neue Filme, die ich so in der Sammlung habe. Und einer ist gestreamt. Naja, okay, ich meine, ne, ich hab's ja. Warum soll ich nicht streamen, ne? Also, Streaming hier oder her, ja, die sind mir trotzdem lieber, aber okay. So, da fangen wir doch einfach mal mit dem Film, den ich gestreamt habe, an. Und zwar habe ich geguckt auf Amazon Prime. Der ist gar nicht so lange drin. Ich glaube, vielleicht, weiß ich nicht, keine Ahnung, einen Monat oder so. Ich weiß gar nicht. So lange ist er aber nicht drin, glaube ich. Ne? Und zwar ein Film mit einer fantastischen Schauspielerin, die ich sehr, sehr schätze. Und zwar Kate Beckinsale. Ja, von Underworld. Hm? Kennen wir doch alle, ja. Und zwar der Film Jolt. Mhm. Tja, sie spielt eine junge Frau, die halt als Kind schon immer Probleme hatte mit ihrer Aggressionen. Ja, die wurde so schnell sauer, hat Kinder in der Schule geschlagen. Später hat sie, also die dreht durch, wenn ihr etwas nicht passt, ja, Gewaltausbrüche ohne Ende und ja. Sie kriegt aber Hilfe von ihrem Psychiater, und er verschreibt ihr halt, ja, sie trägt an ihrem Körper, ja, so eine Art Elektroschocker. Ja. Jedes Mal, wenn sie merkt, dass sie diese Aggression kriegt und irgendwas machen will, drückt sie auf den Knopf, kriegt einen Stromschlag und dann geht's wieder. Ja. So. Ja. Es passiert so, dass sie dann einen jungen Mann, einen Mann kennenlernt, der ihr auch recht gut gefällt, weil sie hat es nicht so sehr mit anderen Menschen, weil sie halt immer diese Aggressionen hatte. Und ja, dann lernt sie jemanden kennen, endlich mal, nach langer Zeit. Ja, und der gute Mann, der wird umgebracht. Ja. Und sie benutzt dann ihre Gabe, sage ich mal,
weil sie durch diese Schübe, die sie kriegt, wenn sie das dann mit diesem Stromschlag nicht unterdrückt, wird sie auch extrem stark. Sie ist sehr stark und sehr schnell. Ja, also man kann sie fast nicht besiegen im Kampf. Ja, ey. Also diese Frau sollte mehr solche Filme machen. Ja, Kate Beckinsale, ja, die hat mich ja damals schon bei Underworld begeistert. Ja, durch ihre Art, wie sie spielt, ja, und wie sie kämpft auch. Ja, und jetzt wieder mal. Leute, der Film ist so geil. Ich, ja. Ja, genau. Auf jeden Fall stirbt dann halt diese Bekanntschaft und sie setzt ihre Kräfte ein, um die Mörder zu finden. No? Ja. So. Der Film ist absolut genial. Also ich kann ihn euch wirklich nur empfehlen. Der ist zurzeit, wie gesagt, bei Amazon Prime drinnen. Ne? Ihr braucht nichts dafür bezahlen, wenn ihr Prime-Kunde seid. Schaut euch diesen Film an. Ehrlich. Der hat auch einen wirklich schönen Twist und so. Also lasst euch überraschen. Gar nicht so irgendwie Trailer gucken oder so. Wirklich. Macht den Film an und habt einfach Spaß dran. Ja, er ist sehr gut gemacht. Und Kate Beckinsale sowieso, die spielt ihre Rolle absolut genial. Was soll ich dazu sagen? Also ich gebe dem Film, also mir hat das so gut gefallen, dass ich ihm, ja, also ich gebe ihm eine 8. Er kriegt von mir eine 8. Ja, doch. Ja, ist schon hoch. Ist schon hoch. Ja. Gut, dann haben wir geguckt. Ist aber auch ein neuer Film. Ja, den zeige ich später nochmal beim großen Update. Ist ja nicht schlimm. Und zwar The 100 Candles Game. Da. Den hier. Ja, der Film geht 1 Stunde 40 Minuten und ist auch recht neu, 2020. Ja. Tja, so bekannte Schauspieler jetzt, habe ich jetzt auch nicht so geguckt, aber irgendwie sagen die mir alle gar nichts. Aber es geht darum, ein paar Freunde spielen halt dieses Spiel, The 100 Candles Game. Man zündet 100 Kerzen an und fängt an, Geschichten zu erzählen. Man darf aber dieses Spiel nicht vorzeitig beenden, sonst löst man einen Fluch aus. So. Aber in erster Linie ist es halt so, dass diese Freunde halt in diesem Kreis sitzen. Ja, hier kann man das ein bisschen sehen. Da oben. Ja. So. Naja, gut. Und jeder fängt dann an und erzählt eine Geschichte. Und diese Geschichten werden dann auch gezeigt. Also, da sind so kleine Kurzgeschichten zwischendurch, die erzählt werden die ganze Zeit. Und die sind wirklich gar nicht mal so schlecht. Ja, also wirklich ein gut gemachter Film. Ja. Coole Film, die Geschichten sind wirklich durchweg in Ordnung. Also man hat hier, keine Ahnung, Exorzismus, Geister, alles Mögliche dabei, ja. Richtig geil und manche sind auch wirklich ein bisschen hart. Ja, also gut, der Film ist ab 16, ja. Hart. Gut. Aber der hat mir gut gefallen. Ja, der hat mir echt gut gefallen. Ich kann ihn wirklich, wirklich weiterempfehlen. Echt ein guter Film. Ja, diese Kurzgeschichten da drinne, top. Finde ich super. Muss ehrlich sagen, der kriegt von mir, ja okay, weil er so, ja, so kleine Schwächen hat er. Und zwar, die Synchro hat mir nicht so gefallen. Nicht so besonders. Es ging, es ging.
War okay. Gut, so gut wie Jolt war der nicht. Deswegen kriegt er von mir 7 Punkte. Aber der bleibt in der Sammlung. Ich kann ihn weiterempfehlen. Ehrlich. Für einen netten, schönen Abend. Bisschen zum Gruseln und so. Also nette kleine Geschichten, die da erzählt werden. Top. Ehrlich. Geil. Ja. Ja. Doch. Schöner Film. Dann habe ich gegoogt. Ja. Einmal hier danke an an den netten Pat Strong. Der hat mich auf diesen Film nämlich aufmerksam gemacht. Ich hatte ihn zwar schon gesehen, in der Stadt, ne, im Laden, bin aber vorbeigelaufen. Ich hatte ihn zwar gesehen, wie gesagt, aber ich wusste ja nicht, ne? So. Minder. Survival Instinct. Ja, der Film ist von 2020, geht 1 Stunde 32 Minuten. Tja. Hier wird, wie ist sie? Lisa, ne? Ja, genau. Ja. Lisa wird hier entführt. Wacht in einem Raum auf, so einen kleinen eckigen Raum. Und weiß erstmal gar nicht, was Sache ist. Ja? Und dann gehen irgendwelche Türen auf und sie muss durch, also Leute, die ganze Zeit, kann man das gut erkennen, ja, ist sie in solchen, der ganze Film, fast der ganze Film, ist in diesen, in so engen Gewölben, sag ich mal, in so Tunneln. Sie muss dann durch diese Tunnel und diese Tunnel haben auch noch lebensgefährliche Fallen. Ja, das Ganze erinnert doch ein bisschen so, wie Bad Strong auch erwähnt hat. Der Film, ja, der erinnert ein bisschen an Cube, sag ich mal, ne? Kennt jeder. Nur hier kriegst du echt, also kriegst du Platzangst. Ja? Kriegst du echt Platzangst. Wirklich. Hammer. Der ist so spannend. Der ist so geil gemacht, dieser Film, Leute. Boah. Absolut Hammer. Ja. Der Schluss, muss ich dir recht geben, Pat Strong. Der Schluss hat mir. Ja, der Film war gut. War sehr gut. Nur. Schluss hat mir persönlich ein bisschen so, ja, der war ein bisschen mau. Ja, aber sonst, der Hammer dieser Film, was diese Frau da erleiden muss, puh, Wahnsinn, richtig geil. Ja, du fieberst da ehrlich mit und, boah, ehrlich. Und du fragst dich nur, warum, warum das alles und so, ne? Also Leute, der Film kriegt von mir eine glatte 9. Und das heißt schon was, oder? Der kriegt von mir eine glatte 9, bleibt natürlich in der Sammlung und ja, ist war das erste, aber auch nicht aber nicht das letzte Mal, wie ich den Film geguckt habe. Auf jeden Fall, den muss ich mir noch mal reinziehen. Ehrlich, der war richtig gut. Also Leute, Minder, Hammerfilm, kann ich nur empfehlen. Schauspieler gibt es nicht viele. Sie hier und nur so ein, zwei, drei andere. Das war es aber auch wieder. Aber hauptsächlich sieht man nur sie die ganze Zeit. Richtig geil, Leute. Richtig geil. Wahnsinn. Kann ich nur empfehlen. Holt ihn euch. Top. Und dann habe ich meine Pio-Bulli-Fu Reihe ein bisschen aufgestockt. Ja, weil ich immer so Schlechtes darüber gehört habe, hatte ich mir diesen Film noch nicht geholt.
Und zwar geht es hier um die Nummer 6 von Pirulifo, und zwar Preservation. Puh. Man is the only animal that kills for fun. Tja, das stimmt. Ja. Zwei Brüder und die eine Frau von dem einen Bruder, die gehen in den Wald, wollen ein schönes Wochenende machen. Und dann werden sie halt von drei Maskierten hier verfolgt. Und ja, das ist eigentlich die ganze Geschichte. Mehr braucht man da nicht sagen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihn mir jetzt doch geholt, weil er sehr günstig war. Wo habe ich den geholt? Auf Amazon, aber gebraucht, aber wirklich, keine Macken, gar nichts. Als ob ich die Folie gerade abgemacht hätte. Ehrlich, super, top. Das Poster ist dabei, alles dabei. Bei Momox, ja, kann man ja auch bei Momox, bei Amazon kann man ja gebrauchte Sachen von Momox oder halt Rebuy oder so, glaube ich auch, bin mir nicht sicher, kann man da Sachen holen, ne? Oder halt gebrauchte Sachen von Kunden wie du und ich, ne? So, und das hier ist aber von Momox gewesen und ich muss sagen, ja, top. Ja, das Ding ist sogar, eine hohe Limitierung hier, ja, 4000. Und ich habe die 2741. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat der Film gut gefallen. Der war jetzt nicht so hart. Überhaupt nicht hart eigentlich. Ein, zwei Szenen vielleicht, so, ja. Aber hart kann ich dazu jetzt nicht sagen. Da gibt es wirklich härtere von der Pirulifo-Reihe. Ja, also so ein Film, ja. Solche Filme gehören eigentlich eher nicht so in diese Uncut-Reihe von Pirulifu, finde ich. Ich weiß gar nicht, nach was für Kriterien die immer ihre Filme aussuchen. Ehrlich. Ja. So. Aber der Film hat mir trotzdem gut gefallen. Der erinnert etwas an, ja, der ist zwar nicht so extrem, aber der hat mich ein bisschen an Eden Lake erinnert. Ja. Dann versteht ihr wieder so ein bisschen, wie der Film so ist. Ja, der erinnert mich so ein bisschen, ganz bisschen, ne, minimal, an Eden Lake. Ja? Richtig geil. Also ich fand ihn wirklich gut. Doch, mir hat er gut gefallen und der bleibt. Der bleibt. Ja? Ja, doch. Ja, der hat so ein bisschen seine Längen. An manchen Stellen. Aber was jetzt, ja, ein Gorehound wie mir, war nix. Film ist gut, wunderbar, kann man gucken. Leute, kann man echt gucken. Wirklich, guter Film. Aber die Kills und so, das war alles 0815. Nichts, noch nicht mal wirklich extrem, sag ich mal. Nichts Extremes, gar nichts. Ja? Ja. Wenn einer ganz normal erschossen wird, dann ist das eigentlich nichts, was man unbedingt als Uncut machen muss. Das sieht man schon in den meisten Filmen im Fernsehen, die ab 12 sind. Ja, also daher. Aber er kriegt von mir eine 6,5. Er ist ein bisschen wenig, ich weiß. Ja, weil mir halt die Kills nix, gar nichts. Ne? Das war nichts. Aber so, der Film an sich, Spannung, er baut Spannung auf. Er ist ein guter Thriller. Ist kein Horrorfilm. Er ist für mich ein guter Thriller. Mehr ist es aber auch nicht. Bleibt aber trotzdem in der Sammlung. Kann man sich angucken. Doch. Ne? Für das, was er so ist, ist er gut. Ja, aber für eine Pirulifo-Reihe
Pirulifu an K3, so, ja, man erwartet ein bisschen mehr Gore oder so. Ist nichts. Leider nicht. Aber so ist ein guter Film. Ne? So. Tun wir den da wieder rein. Jo. Ja, Leute. Also, das war's mal wieder. Ich weiß. Mal wieder so kurz. Was haben wir da? 20 Minuten? Naja. Jo. Wie gesagt, die beiden. Geil. Holt euch die Filme. Wirklich. Vor allem den hier. Der hat mir echt sehr gut gefallen. Ja. Ja. Sehr schön. Also, was ich vorhin vergessen habe zu erwähnen. So leichte Horrorelemente hat er auch. Also der ist nicht einfach nur, versucht da mal rauszukommen oder so. Ja, so ein bisschen gore-lastig und ein bisschen gruseln ist das schon. Ne? Also hier ist alles dabei. Auch wenn er ab 16 ist, ist wirklich Top-Film. Kann ich nur empfehlen. Echt super. Echt super. Ja, Leute, das war's mal wieder. Ja, ich weiß. Mal gucken, wann ich wieder jetzt ein Video mache. Wie gesagt, Updates oder so werde ich wohl nicht machen. Ich meine, ihr habt jetzt schon drei Filme neu gesehen, die ich in die Sammlung geholt habe. Die kommen zwar auch später natürlich ins Update rein, aber das war jetzt erstmal, ne, weil ich die geguckt habe. Ich habe da noch ein bisschen was zu gucken. Da unten noch. Ja, meine normalen Filme hier, dann unten noch Horrorfilme. Ja, ich habe sogar ein Mediabook. Nee, 1, 2, 3, 4 Mediabooks, die ich noch nicht so komplett geguckt habe, muss ich ehrlich sagen. Die muss ich mir auch noch anschauen. Nee, 5, ist auch noch einer. Ja. Das 10-Euro-Mediabook, das dicke. Ja, Ambulance, den habe ich auch noch nicht gesehen. Ach, Mann, den muss ich auch noch gucken. Ja, Scheibenkleister. Ich hatte ihn schon mal gesehen, aber keine Erinnerungen mehr dran. Naja. Gut, Leute. Tja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch mal ein Däumchen. Nee, abonniert meinen Kanal. Bald ist ja, oh, ich freue mich schon richtig. Bald ist ja schon wieder Halloween. Herrlich, herrlich. Ja. Wenn ihr irgendwie was anderes noch sehen wollt von mir, schreibt es doch in die Kommentare. Was weiß ich? Dimi, mach mal ein Video über das und das. Mach ich gerne. Sag's mir einfach. Ne? Schreib's runter. Ne? Trau dich. Jo, dann würde ich mal sagen, dann war's das wieder mal von mir aus. Dann wünsche ich euch auch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und.